toxic, but you tear me to pieces. So where does it come from? Guten Morgen! Ich habe die Sonnenstrahlen gerade genutzt und war mit der Bella Gassi und dem kleinen Schatz hier, der eingeschlafen ist. Und deshalb nutze ich jetzt mal die Zeit, um dieses Video zu starten. Boah, ich habe keine Kondition. Bella, na komm, na komm. Ja, ich wollte euch heute wieder eine Runde mitnehmen. Da ist die Bella. Und ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Es gibt einiges, worüber wir heute sprechen. Und zwar eine richtig coole Aktion. Ihr könnt nämlich Geld sparen, wenn ihr online shoppt. Und das machen wir heute gemeinsam. Ich muss jetzt erstmal Luft holen und mir ein Gesicht malen, damit es auch kameratauglich ist. Na Bella, was meinst du? Ja, und dann erzähle ich euch von iGral. Damit könnt ihr nämlich Geld sparen. Das ist ein Online-Portal. Davon hatte ich euch schon mal berichtet. Aber wie gesagt, jetzt kümmere ich mich erstmal kurz um mich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Der kleine Mann, der schläft noch. Und deshalb nutze ich dann die Zeit. Na, kommt jetzt in die Federwippe. Da ist er, die Federwippe. Okay, bis gleich. So, erstmal die Jacke ausziehen, mein Schatz. So. Und die Mütze. Schläfst du dann ein bisschen weiter? Mhm. Ja, ne? Ich wollte übrigens heute auch noch das machen. Da freue ich mich schon drauf. Mit dem kleinen Schatz. Ich habe diese Teile hier, die habe ich mal meinem Mann geschenkt zu Vatertag. So klein war mal dem Max seine Hand. Die ist vom Luca, die Hand. Ich hoffe, dass ihr es sehen könnt. Und die ist vom Moritz. Ja, vom Lissandro habe ich noch gar keine, ne? Müssen wir noch eine machen. Und von dir. Okay, also jetzt schläft der kleine Schatz erstmal noch eine Runde. Und dann kann ich mich fertig machen. So. Okay. Und dann betreiben wir Online-Shopping. Yay. So, der kleine Schatz, der ist jetzt eingeschlafen. Jetzt kann ich euch auch endlich von der Cashback-Aktion erzählen. Wir gehen mal hier rüber ins Wohnzimmer. Da ist noch sein Spielbogen. Da war er gerade drunter. Ein paar Minuten. Und jetzt ist er, wie gesagt, eingeschlafen. Deshalb nutze ich die Zeit. Ich habe mir übrigens auch einen neuen noch bestellt fürs Büro. Denn er möchte jetzt schon so ein bisschen beschäftigt werden, ne? Ja, also ich erzähle euch jetzt davon. Wartet mal, ich mache noch kurz die Jalousien hoch, damit ihr mich besser seht. Und dann starten wir. Ne, Bella? Bella ist auch mit am Start, ne? Bella, komm mal hierher. Hier? Magst du hierher? Ne. Ne? Okay, dann halt nicht. So, ich musste euch jetzt mal abstellen. Sorry, aber mein Arm fällt mir sonst ab. Die Bella ist eben auch da. Seht ihr sie? Da, ne? Die hört mir jetzt zu. Hör mir gut zu, ne, Bella? Also, und zwar geht's um iGral. Ihr könnt Geld sparen, wenn ihr dort online shoppt. Es sind 1500 Shops vorhanden, in denen ihr eben einkaufen könnt und Geld zurückbekommt, also Cashback. Ich für mich wüsste nicht, warum ich iGral nicht verwenden soll. Ich verwende es auch schon eine ganze Weile, weil es einfach ja, Geld bringt. Seht ihr auch gleich an dem Betrag, den wir uns schon angespart haben auf meinem Mitgliedskonto. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr beide Hotels über iGral gebucht, in denen wir waren. Also wir waren ja in Venedig und in Mailand. Und dann habe ich eben gesehen, dass es über iGral laufen kann. Habe ich natürlich gemacht und habe Geld zurückbekommen. Also richtig cool. Ihr könnt dort auch Gutscheincodes bzw. Gutscheine an sich auch kombinieren über diese Seite. Also bei iGral, da könnt ihr mal vorbeischauen. Ansonsten ist es so, dass ich mir den Betrag schon hätte ausbezahlen lassen können. Also ab 20 Euro geht es, entweder per Banküberweisung oder per PayPal. Aber das wollte ich nicht, weil wir das noch ansammeln für was ganz Bestimmtes. Zeige ich euch dann eben auch gleich. Und das Mitgliedskonto, das ging auch wirklich super schnell einzurichten. Also das habe selbst ich hinbekommen, ganz alleine. Und es macht halt super viel Spaß. Ich habe auch einen Cashback-Melder. Also das ist auch total einfach. Ihr müsstet so jetzt nicht extra erst auf iGral suchen, ob es den Shop gibt, beziehungsweise ja das Produkt gibt, was ihr sucht, sondern es wird euch sofort angezeigt, dass es das eben bei iGral gibt. Also auch total super, müsst ihr euch einfach nur oben reinmachen. Und ansonsten ist es so, dass ihr euch da auch eine App runterladen könnt, ist für Android oder für iOS geeignet. Und ich habe heute was richtig Cooles für euch, und zwar einen Link, mit dem ihr
10 Euro Startguthaben bekommt, anstatt 5 Euro. Ich verlinke euch das mal unten in die Infobox. Geht da einfach mal drauf, falls euch das interessiert. Dann habt ihr, wie gesagt, gleich schon 10 Euro. Und wenn ihr dort irgendwas kauft, man ist ja ruckzuck bei 20 Euro, könnt ihr euch das schon ausbezahlen lassen. Also wie cool ist das denn? Also es ist auch nochmal was richtig Positives. Und wer spart heutzutage nicht gerne Geld? Also ich denke, wir alle und gerade dieses Online-Shopping, es ist natürlich für uns Mamas auch einfacher. Jetzt gerade mit Baby zum Beispiel, wenn ich irgendwas brauche, dann schaue ich definitiv erstmal bei iGraal vorbei und ja, habe dort dann eben auch noch die Möglichkeit, Geld zu sparen. Ne, Bella? So, die Bella ist jetzt erstmal ab. Also es ist übrigens auch so, dass das Cashback erstmal vorgemerkt wird und wenn der Shop dann den Einkauf bestätigt, bekommt ihr diesen Betrag dann euer Mitgliedskonto gut geschrieben. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch eine E-Mail bekommen, denn der Luki hat sich über iGraal sein Geburtstagsgeschenk ausgesucht. Werdet ihr mit Sicherheit in den nächsten Vlogs sehen, was er sich da Tolles ausgesucht hat. Und ich würde sagen, jetzt habe ich lang genug gequatscht. Jetzt zeige ich euch das mal auf meinem Laptop, denn ich wollte jetzt auch was bestellen und dann kann ich es euch ja direkt zeigen, denn ich nutze jetzt noch kurz die Zeit, während der kleine Schatz schläft, weil ich was ganz Tolles entdeckt habe, was ich mir schon lange wünsche. Und ich habe eben gesehen, dass ich bei iGraal sparen könnte. Wir waren nämlich gestern auch in der Stadt shoppen. Und da war es eben teurer und also ich habe nur einen Blick drauf geworfen und habe gedacht, nee, dann bestelle ich es lieber bei iGraal, damit ich Geld sparen kann. Und das zeige ich euch jetzt. Ich drehe euch mal rum. Da drüben ist nämlich mein Laptop. Das ist die Startseite von iGraal. Hier habt ihr zum Beispiel auch Daily Deals. Da schaue ich regelmäßig rein. Richtig cool. Und ja, achtet bitte nicht auf meinen Desktop. Da schimpft der Max regelmäßig mit mir. Hier oben seht ihr mein Mitgliedskonto. Also da steht Rossella und der Betrag, den ich mir jetzt schon lang ausbezahlen lassen könnte. 256,82 Euro. Wie gesagt, wir nutzen das wirklich regelmäßig. Hier zum Beispiel GBL. Das ist das Geschenk für den Gianluca. Habe ich euch ja gesagt, 14,75 Euro werden uns da gut geschrieben und ansonsten ist hier oben zum Beispiel unser Cashback-Melder, also dieses Zeichen hier, genau, und das war das, was ich euch vorhin erklärt habe. Hier seht ihr auch nochmal meinen Betrag, ich kann zu meinen Einstellungen, ich kann zu meinem Kontostand und so weiter und diese ganzen Shops sind hier eben vertreten. Hier seht ihr zum Beispiel auch noch die ganzen Kategorien, den ihr auswählen könnt. Schaut, seit 13.04.2017 bin ich da schon mit dabei. So, also das T-Shirt möchte ich haben. Und jetzt gehe ich auf die Größe und in den Einkaufskorb, Einkaufstasche ansehen. Genau, den Hoodie hatte ich mir auch noch ausgesucht. So, Bestellung abschicken. Sorry, aber da stehen jetzt gerade meine ganzen Daten. Also hier 89,90 Euro. So, da steht jetzt Danke für deine Bestellung. Und hier steht es auch nochmal mit dem Cashback-Melder, beziehungsweise hier, dass ihr euch das Ganze runterladen könnt auf euer Handy. Also wenn ihr Apple habt oder Samsung. Jawohl, da ist auch nochmal alles beschrieben. Also super einfach die Seite, wirklich. So, jetzt habe ich mir gerade noch was bei Ernstings Family ausgesucht. Hier 12,48 Euro direkt zur Kasse. Schaut, das sind jetzt die Beträge, die mir dann eben gut geschrieben werden, wenn ich die Produkte dann behalte. Ne? Also hier bei Ernstings und zweimal bei Adidas. Da sind die Beträge. Jawohl! Also total easy beasy, ihr habt es gesehen. Wie gesagt, ich packe euch den Link unten in die Infobox, dann bekommt ihr anstatt 5 Euro gleich schon 10 Euro als Startguthaben, wenn ihr euch über den Link anmeldet. Und denkt auch noch an die App, wie gesagt, per Handy, wenn ihr unterwegs seid, richtig cool. Also was richtig Positives, deshalb wollte ich euch davon berichten. Und jetzt mache ich hier mal weiter. Das kommt jetzt gleich noch ins Kinderzimmer, beziehungsweise ich zeige euch dann später auch noch den anderen Spielbogen. Aber jetzt mache ich erstmal meinen Haushalt weiter, solange der kleine Mann noch schläft. Genau. You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? A scene that keeps playing on repeat, ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Der kleine Mann, der schläft noch. Ich musste den jetzt aber mal ein bisschen auf die Seite stellen mit seiner Federwippe, denn hier ballert total die Sonne rein, nicht dass es zu heiß wird, beziehungsweise die Jalousien fahren auch gerade runter und ja, die Ballons hängen noch. Ich denke, die werden auch noch eine Weile hängen.
fertig. Das ging jetzt ganz schnell. Ihr wisst ja, dass ich die Kleidung vom kleinen Schatz separat wasche, ne? Hm. Und die Sonne wurde jetzt auch gerade wieder genutzt. Ich darf einen nagelneuen Kinderwagen verlosen. Yay! Ich freue mich voll. Ich habe gerade die E-Mail bekommen. Da ist er, der Bonavi. So sieht er aus. Genau. Das ist das Bild, das ich posten darf auf Instagram. Und ich freue mich riesig. Also so eine Sache ist für mich nicht selbstverständlich. Und ich freue mich, dass ich das an euch weitergeben darf. Da freust du dich auch, ne? Da freust du dich auch. Viele von euch hatten sich eben gewünscht, dass ich auf Instagram jetzt wieder eine Verlosung mache. Das letzte Mal hatte ich ja hier auf YouTube eine Verlosung und ich denke, ich mache das einfach so abwechselnd. Genau, ich hoffe, ihr freut euch und ja, dazu schreibe ich euch auch nochmal alles unten in die Infobox. Und ich finde das gerade so mega. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue. Ein Kinderwagen, hallo. Der hat einen Wert von 800 Euro, also richtig krass. Und ja. Der geht dann an euch. Ich freue mich riesig. You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? Scene that keeps playing on repeat ignores the rule of thumb. Bevor ich es vergesse, ich muss meine Tabletten noch nehmen. Mein Femipion habe ich mir schon zurechtgelegt. Und der Postbote hat mir gerade dieses Schätzchen hier gebracht. Ich bin mal gespannt. Ich wollte es euch schon mal zeigen, dass ich das jetzt testen werde von Rhea oder Rhea, wie auch immer. Pure Air nennt sich das. Und zwar ist das für saubere Kinderzimmerluft. Entfernt Allergene wie Pollen, Staubmilben und Schimmel steht hier. Beseitigt Viren, Keime, Bakterien. Und hier steht noch entfernt gesundheitsschädliche Schadstoffe wie Feinstaub, Rauch und Gerüche. Ja, da bin ich mal gespannt. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, und jetzt wird gegessen. Ich habe Hunger. Salat. Und Parmesan. Und jetzt nutze ich die restlichen Sonnenstrahlen da draußen und gehe raus. Die Bella wartet auch schon, ne? Bevor das Wetter wieder schlechter wird da draußen, nutzen wir die Zeit und dann räume ich noch die Küche auf. Und später mache ich dann noch diesen Handabdruck. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ne? Du auch? Du freust dich auch schon, ne? Mega. Am besten mache ich das, wenn er schläft. Also, ich ziehe mir jetzt eine andere Hose an. Nö, mit der wollte ich jetzt nicht rausgehen. Und dann gehen wir eine Runde spazieren. Okay? Okay. Wie der schon sein Köpfchen hält, ne? Die Haare stehen ihm voll zu Berge hier. Okay, also andere Hose an. Auf geht's. So ist fein. Und bring. So, die Bella hat ihren Spaß im Main. Und ich habe mir was beim Bäcker geholt. Ich gönne mir jetzt. Und zwar ist es ein Krapfen. Gibt es bei euch Krapfen? Die gibt es bei uns eigentlich nur zur Faschingszeit. Aber bei dem Bäcker gab es jetzt noch welche. Moment, ich zeig's euch. Mit Hagebuttenmarmelade. Lecker. Das gönne ich mir jetzt. Jawohl. Und dann geht's weiter. Lecker. Kurze Pause und die Bella ist schon wieder im Wasser. Wie so eine Ratte. Vor allen Dingen, die ist wie so ein Känguru, wenn sie dann so raushüpft. Ne? Wartet, ich zeig's euch. Wartet. So, jetzt. Wie so ein Känguru, ne? Süß, ne? Die kleine Bella. Also, ich gönne mir jetzt. Da ist die Bella, ne? Die schaut nach den Katzen da draußen. Da sind sie immer, die Katzen. Und der Moritz, der schaut gerade nach Urlaub. Mhm. Wow, was ist das denn, Moritz? Okay, zu teuer. Wieder weg. Gehst du mit, Bella? Gehst du mit? Hm? Gehst du mit in Urlaub? Ja, ne? Dich können wir doch nicht da lassen. Dich können wir doch nicht da lassen. So, Freunde der Nacht. Neuer Tag, neues Glück. Sorry, ich habe mich jetzt gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Ich hatte noch total viel zu tun und es hat irgendwie gar nicht mehr gepasst. Ich wollte ja eigentlich noch diesen Handabdruck machen, aber das habe ich, wie gesagt, nicht geschafft. Ich komme gerade von einem Termin. Der Postbote war auch da und hat mir tatsächlich schon meine Adidas-Bestellung gebracht, die ich ja eigentlich gestern erst abgegeben habe. Also unglaublich. Ich zeige euch gleich, was drinnen war. Ich muss jetzt aber erst kochen, weil meine Jungs gleich von der Schule kommen. Und das schaffe ich sonst alles nicht. Und Essen ist ja jetzt auch erstmal wichtiger. Und deshalb ja, melde ich mich dann später mit dem Paket nochmal. Nehme euch jetzt mit zum Kochen. So machen wir es. So, es gibt eine Gemüsepfanne.
Lecker. Hier ist noch Brokkoli, Fleisch für die Jungs. Wasser kocht schon für den Reis. Jawohl. Mit Kokosmilch gibt es das Ganze. Habe ich jetzt ganz vergessen, euch zu zeigen. So, wir lassen es uns jetzt schmecken. Schaut mal, wie lecker das aussieht. Ich kann jetzt aber erstmal noch nicht essen, weil der kleine Mann erst dran ist. So, lecker war's. Boah, Fresskoma. Kennt ihr das? Ja, ne? Ich zeige euch jetzt, was in dem Paket war, beziehungsweise ich wollte euch ja noch diesen Spielbogen zeigen, den ich fürs Büro bestellt habe. Und zum Essen, also es war jetzt super einfach und ging total schnell. Das sieht man mal wieder, dass man gesunde und leckere Gerichte, ja, schnell und einfach kochen kann. Ne? Also man braucht keine großen Kochkünste. Ja, aber das zeige ich euch ja auch immer auf Instagram. Und jetzt kommen wir aber endlich zum Paketchen. Unglaublich. Schaut mal, wie das hier angekommen ist. Ich habe es gerade schon auf Instagram gezeigt. Also echt, irgendwann sage ich dem Postboten wirklich mal meine Meinung. Es ist was angekommen von Mainpunkt. Und hier ist meine Adidas-Bestellung, die ich eben gestern mit Igal, ja, bestellt habe, ne? So, jetzt hoffe ich natürlich, dass es passt. Ich probiere mir die Sachen mal an und zeige es euch dann natürlich auch. Und der Spielbogen, der ist drüben, zeige ich euch auch gleich. Wartet mal, ich drehe euch mal kurz um. Dann seht ihr auch, was von meinem Punkt angekommen ist. Und zwar neue Ohrringe und die passende Kette dazu. So sieht die aus. Da unten ist noch ein Sternchen, eben passend zu den Ohrringen. So, richtig, richtig schön. Das zeige ich euch, wie gesagt, gleich angezogen. Jetzt gehen wir aber erstmal kurz rüber, weil ich euch ja den Spielbogen zeigen wollte. Also, das ist er. Dann habe ich hier noch so eine Unterlage dafür. Wir haben im Büro auch Parkettboden und ich wollte halt, dass es schön weich ist als Unterlage, wobei das eigentlich schon reichen würde. Ich zeige euch mal die Marke. Moment, ich pack's mal aus, dann seht ihr es im Ganzen. Und da ist ja noch unser anderer Spielbogen, der mir total gut gefällt. Ich bin voll verliebt in dieses Teil. Aber das ist mindestens genauso schön. Ist halt nicht aus Holz, sondern aus ja, Stoff. Wartet mal, wo ist denn da der Reißverschluss? Ach, da. So, 2 Minuten habe ich jetzt gebraucht. Ich habe einfach nur diese Teile hier unten befestigt. So, da seht ihr es. Richtig weich, ganz kuschelig. Alice and Fox, so nennt sich die Marke. Hier ist eine Rassel, hier auch noch was. Ja, total süß, echt sehr hochwertig. Hier oben habe ich das dann einfach nur so verbunden. Ich weiß gar nicht, ob es richtig ist. Ich habe mir das nämlich nicht durchgelesen. Wir schauen es uns nochmal an. Aber ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dazu gesagt habe, wo das her ist. Und zwar ist es von Jolly Room. Ja, so nennt sich das. Boah, ist das schön. Mega. Okay, das kommt ins Büro. So, und jetzt zeige ich euch noch ganz geschwind die Sachen, wie sie getragen aussehen. Einmal das T-Shirt. So sieht es aus. Ist leider ein bisschen zu lang. Also ich habe mir es jetzt hier reingesteckt. Jo, finde ich schon mal total schön. Werde ich behalten. Jetzt zeige ich euch noch den Hoodie. So, da ist er. Ich habe den in 34 bestellt. Jetzt habe ich gerade überlegt, vielleicht hätte ich ihn doch eine Nummer größer nehmen sollen, weil er ja eigentlich so als Oversize-Hoodie gedacht war, jetzt von mir. Aber so finde ich ihn auch nicht schlecht. Vor allen Dingen finde ich die Farbe richtig gut. Ja. Also ich denke, ich werde den behalten. Jawohl. Und Geld gespart. Mit Igral. Sehr gut. So, meine Lieben, ich melde mich jetzt nochmal ganz kurz bei euch. Ihr seht schon, ja, da sind Paletten. Der Gianluca, der ist ganz fleißig hier am Abschleifen. Er hat nämlich mit seinem Jahresprojekt begonnen und dafür haben wir diese Paletten holen müssen. Ich hoffe, dass jetzt die Linse nicht so verstaubt ist. Da ist nämlich ganz viel Staub drauf gerade. Ja, und deshalb konnte ich jetzt Liams Handabdruck oder Fußabdruck nicht machen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt auch an dieser Stelle. Ich muss nämlich jetzt auch gleich nochmal zum nächsten Termin. Also ihr seht, bei mir ist wieder einiges los. Das mit dem Hand- bzw. Fußabdruck machen wir einfach das nächste Mal im Video. Ich hoffe, dass ihr da wieder mit dabei seid. Ich denke, dass das Video auch schon recht lang geworden ist und deshalb, ja, wie gesagt, beende ich es jetzt mal hier an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch wieder mitgenommen habe. Ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei Igral für die Zusammenarbeit. Wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal unten in die Infobox.
Dann könnt ihr, wie gesagt, durch den Link Geld sparen, beziehungsweise bekommt schon mehr Geld aufs Konto, als wenn ihr euch jetzt normal angemeldet hättet. War das jetzt gerade Deutsch? Ja, ich glaube schon. Okay, also ich muss jetzt los zum nächsten Termin. Der Gianluca ist jetzt fleißig und ich wünsche euch nur das Beste. Bis bald. Tschüss.